Danke. Also, herzlich willkommen zum Vortrag. Danke, dass ihr so zahlreich schon erschienen seid. Und wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema die Zukunft der Überwachung am Beispiel von INDECT. Jetzt mal eine Frage in den Raum. Wer hat von INDECT schon niemals vorher was gehört oder hat eine Ahnung, was das sein könnte? Okay, danke schön. Vorher kurz zu mir. Wer bin ich? Wahrscheinlich die meisten von euch kennen mich eh. Roland Jungnickel, Validom, steht hier, was ich so mache. Bezirksvorsitzender, spiele ich ein bisschen rum. Und bin auch jetzt Direktkandidat für die Piratenpartei im Stimmkreis 103 in München. Warum ich aber heute hier bin, ist, weil ich schon seit, ja, mittlerweile sind es fast 10 Jahre im Netz aktiv bin, politisch aktiv bin, gegen solche Dinge wie INDECT, aber auch ganz andere Sachen wie Vorratsdatenspeicherung und andere Überwachungsprojekte, die mir irgendwie nicht so behagen. Und deshalb sprechen wir heute hier über generelle Dinge, eine Einführung, Überwachung, Nutzen und Risiken. Dann schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit, gucken uns an, wie sich das Ganze entwickelt hat und gehen in die Zukunft. Was bedeutet INDECT, was bedeutet automatisierte Überwachung? Gucken uns an, wie viel Geld eigentlich Deutschland und die EU dafür ausgeben für diese Forschung in dem Bereich. Gucken uns dann ein paar praktische Beispiele an, da habe ich ein paar Fotos und so Modellfotos mitgebracht und gehen dann vielleicht noch ein bisschen in gesellschaftspolitische oder ethische Fragestellungen rein und danach können Fragen gestellt werden oder wir können auch weiter diskutieren. Ja, Überwachen, Nutzen und Risiko. Was ist eurer Meinung nach ein Vorteil von Überwachung allgemein? Mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit. Verbrechensbekämpfung, was vielleicht noch? YouTube-Filme von Meteoren. YouTube-Filme von Meteoren? Ah, okay. Das ist aber eher User-Content als staatliche Überwachung. Wir sprechen heute eher schon über staatliche Überwachung. Naja, das eine oder andere Video aus der staatlichen Überwachung hat es doch also auch zum besten Klickzahlen in YouTube. Genau, ja. Also beste Klickzahlen für staatliche Überwachungsvideos. Und soziale Kontrolle. Also, ich unterstelle das hier als Nutzen, weil es sicherlich von einigen Politikern auch so gedacht wird. Auch von der Polizei ist das ein Thema, was die natürlich jetzt nicht propagieren, aber es dient dazu, abzuschrecken. Also die denken, dass Videoüberwachung beispielsweise eben einen Überwachungsdruck erzeugt, der dich davon abhält, Mist zu bauen. Ja, dass das nicht so ist, ist völlig eine andere Frage. Aber das ist ein Nutzen. Ich bin etwas erkältet, nur ein bisschen auf meine Stimme aufpassen. Überwachung, die Risiken allgemein, was könnt ihr euch noch, was fällt euch zu dem Thema ein? Was haben wir da für Nachteile sozusagen dabei? Verlust der Freiheit. Verlust der Freiheit? Warum verliert man Freiheit, wenn man überwacht wird? Weil ich mich in der Gesellschaft nicht mehr so unbefangen bewege, wie ich es zuvor getan habe, was ich noch nicht überwacht habe. Genau, das ist eben dieser Überwachungsdruck, die angepasste Gesellschaft steht sozusagen immer im Fokus, wenn man das kritisiert, dass die Leute eben oder die Bürger nicht mehr so agieren, wie sie agiert hätten, wären sie des Überwachungsdrucks nicht ausgesetzt. Das sind dann eben auch negative soziale Auswirkungen, wenn ich meine, dass eh überwacht wird, also in der U-Bahn zum Beispiel Kameras hängen, und ich eine leblose Person am Boden sehe, dann sage ich mir, oh ja, passt schon, ist ja eh überwacht, kommt ja gleich jemand. Kann ich mir ja später ein YouTube anschauen. Kann ich mir ja später ein YouTube anschauen. Das Problem an der Geschichte ist, dass kaum jemand weiß, dass hinter den Kameras niemand sitzt. Das wird nur aufgezeichnet und da passiert nichts. Ich kann vor der Kamera rumhampeln und es passiert nichts. Es gab ein nettes... Ich habe das mal gemacht, ist mir dann gefolgt, die Kamera. In welcher Stadt? Tallinn in Estland war das. Okay, hier über Deutschland. In Deutschland gibt es kaum gemonitorte oder überwachte Kameras. Das sind also nur Aufzeichnungsanlagen. Das ist tatsächlich so, auch in London, da folgt dir das rote Auge, wenn du nachts unterwegs bist. Das ist auch ganz nett. In Stevenage, wo ich ab und zu bin, das ist nördlich von London, da haben die Kameras so kleine rote Punkte, das ist ein kleines Lämpchen, das ist an, um zu indizieren, dass diese gerade benutzt wird.
Und nicht nur aufzeichnen, die zeichnen alle auf, aber mit rotem Punkt heißt, dass da gerade jemand drauf schaut. Und wenn du dann abends vom Pub in das Hotel zurückwankst, dann an der Straßenlaterne geht immer so ein roter Punkt an und dann weißt du, hallo! Und dann geht die nächste Straßenlaterne, hallo! Folgt einem wirklich. Also das, ich mag deshalb dieses Land. Na gut, egal. Missbrauchspotenzial gibt es in dem Bereich natürlich auch. Aber jetzt hier, glaube ich, nicht großartig darauf einzugehen. Fehler, die halt passieren, Identifizierungsfehler, dass die Daten irgendwo hinkommen, wo sie nicht hingehören und so weiter. Da haben wir auch ganz viele Beispiele in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass dann falsche Verdächtigungen ausgesprochen worden sind oder anderes. Ja, wir haben in Deutschland das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist genau dieses Recht, was uns davor weitestgehend bewahren soll, dass wir ständigen Überwachungsdruck ausgesetzt sind. Das wird aber immer weiter eingeschränkt. Also das sind durch Videoüberwachung, durch die Vorratsdatenspeicherung war das sehr stark eingeschränkt, bis sie eben endlich wieder abgeschafft worden ist. Aber auch andere Projekte. Kommen wir genau zu diesem Thema. Was ist die Vergangenheit von der Überwachung? Nur ein paar ganz kurze Themen angerissen. Rasterfahndung ist vielleicht jedem noch ein Begriff. Angefangen sogar in den 70ern, das auszuführen, alle Datenquellen irgendwie zusammenzufassen. Das konnte man damals mit Lochstreifen noch nicht ganz so gut. Aber alle Polizisten haben irgendwie gemeint, das ist toll und das BKA auch. Ob es wirklich was gebracht hat, steht in den Sternen. Ich glaube, es gibt keinen einzigen echten Erfolg von der Rasterfahndung und dennoch wird sie weiter gerne durchgeführt. CCTV, also Videoüberwachung, wir haben jetzt vor ein paar Wochen gab es die Meldung, 17.000 Kameras jetzt in Bayern, wesentlich mehr als noch vor 10 Jahren, ist also wahnsinnig gestiegen. Und da haben sie auch Parteien mit eingesetzt, wo man halt vielleicht nicht so denkt, dass die totalen Überwacher sind. Traditionell geht man davon aus, die CSU macht es, aber in Wirklichkeit ist es die SPD und auch mit den Grünen. Also das ist schon hochinteressant, dass die das tragen. Vor allem in München, den weiteren Ausbau der Videoüberwachung hier voranzutreiben. Ja, Lauschangriff, 90er Jahre, großes Thema. Wohnraumüberwachung ist ja dann auch durchgekommen, wieder ein bisschen eingeschränkt worden, wieder ein bisschen ausgeweitet worden. Ist weiterhin ein Thema, wenn auch nicht ganz so groß, weil es dazu immerhin einen richterlichen Beschluss braucht. 11. September war, glaube ich, der Wendepunkt in der Sicherheitspolitik überhaupt, was dann als in den ein, zwei Jahren danach an Sicherheitsgesetzen durch den Bundestag durchgerauscht ist, ist unfassbar. Ich habe da eine andere Präsentation, die ich heute hier nicht halte, aber um das mal bewusst zu machen, es sind unglaublich viele Einschränkungen der Rechte damals gewesen und es ist gar nicht so im öffentlichen Fokus gestanden. Wir haben seitdem am 11. September auch den elektronischen Reisepass, wir haben die elektronischen Ausweise, wir haben Telekommunikationsüberwachungsverordnungen, das ist die TKÜV, um uns wieder das Bewusstsein zu holen, jeder große Provider muss quasi eine kleine Blackbox in seinem Rechenzentrum haben, mit einer definierten Schnittstelle, wo dann die Behörden darauf zugreifen können und der Provider weiß eigentlich nicht unbedingt, wer da wie viele Datensätze abgefragt hat, weil das eigentlich verboten ist, das zu loggen. Viele machen es, aber den Kunden zu informieren ist trotzdem unter Strafe verboten. Obwohl wir eigentlich das Recht haben, dass wer Überwachungsmaßnahmen oder Opfer von Überwachungsmaßnahmen unberechtigterweise geworden ist, danach informiert werden muss. Aber gerade an der Stelle passiert es nicht. Ja, Vorratsdatenspeicherung hatte ich gesagt. Es gibt aber auch ganz viele andere Datenquellen, die da angezapft werden. Und insgesamt mit Videoüberwachung, mit Rasterfahndung, mit den öffentlichen Datenquellen, die schon vorhanden sind, kriegt man, wenn man mehr Erkenntnisse gewinnen möchte, sozusagen Data Mining betreiben will, eine unglaubliche Datenflut. Und das ist in gewisser Weise ein Problem, weil diese Daten sind unstrukturiert, diese Daten haben unterschiedliche Formate, man kann sie schlecht zusammenführen. Und um dieser Datenflut Herr zu werden, hat man sich überlegt, ja, dann automatisieren wir doch die Überwachung. Und das ist sozusagen die Zukunft, die vollständige Automatisierung der Überwachung. Wie das geschehen soll, dazu gibt es eben ganz viele Forschungsprojekte. Und Index davon ist nur eins von 130 Forschungsprojekten, die sich mit dieser Frage beschäftigen.
Deshalb immer daran denken, Indikt ist eigentlich so die Spitze des Eisbergs. Das eignet sich sozusagen als politisches Ziel oder als Kampfansage ganz gut, weil man muss irgendwie ein Schlagwort finden, um in einer politischen Debatte mal was zu besetzen. Aber im Grunde ist es auch nur ein kleines Projekt. Es gibt wesentlich größere. Ja, was an Sicherheitsforschung alles ausgegeben wird bis 2013, also heute, hat 2007 angefangen, der nächste Haushalt ist noch nicht ganz verabschiedet, deshalb kann ich hier noch keine Zahlen sagen, aber es sind 1,4 Milliarden Euro, die seit 2007 oder 2008 bis 2013 in Sicherheitsforschung investiert wird. Er hat schon gesagt, Indikt ist eins von 130 dieser Programme und ich werde dann später noch dazu kommen, welche weiteren europäischen Projekte da gerade am Laufen sind. In Deutschland haben wir das sogenannte Rahmenprogramm Forschung für die zivile Sicherheit. Zivile Sicherheit muss man ein bisschen mit einem halben Lächeln lesen, weil eigentlich ist das schon Militärtechnologie, was da auch erforscht wird. Diese Projekte nennen sich dann ADIS, APFIL, ASEF und so weiter. Die beschäftigen sich hauptsächlich damit, Mustererkennung zu machen. Also Gesichtserkennung, Verhaltenserkennung, wenn man verschiedene Datenquellen zusammenführt, was habe ich an Erkenntnisgewinn daraus und wo kann ich eine Gefahr daraus ableiten. Warum machen wir diese ganzen Forschungsprojekte? Nicht nur, weil es unserer eigenen Sicherheit dient, sondern es ist auch eine ganz starke wirtschaftliche Verflechtung da. Diese Forschungsprogramme in dieser Milliardenhöhe würde es nicht geben, wenn danach nicht auch eine wirtschaftliche Rekapitalisierung in der Volkswirtschaft sozusagen erfolgen könnte, oder was man sich so vorstellt. Und da gibt es eine ganz wichtige oder ganz interessante Aussage zur Sicherheit und Wirtschaft. Die zivile Sicherheitsforschung wird mit ihren Innovationen dazu beitragen, den Markt für Sicherheitstechnologien und Dienstleistungen weiterzuentwickeln, sodass innovative deutsche Unternehmen sowie forschende Einrichtungen von diesem boomenden Markt profitieren können. Ja, also ist auch ganz klar die Ansage wirtschaftlichen Vorteile. Wir Piraten haben dazu mal eine ganz gute Position gefunden. Forschung ist ja gut, also ist nicht dagegen, auch Gesichtserkennung zu erforschen. Das kann man in Instagram und in Facebook und so auch benutzen, ohne dass es jetzt gleich total böse ist. Aber für uns ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass Sicherheitstechnologie, die wir exportieren außerhalb der EU, ähnlich behandelt werden sollte wie Rüstungsexporte. Weil im Endeffekt Regime wie jetzt Iran oder China, Weißrussland, diese Technologien dann benutzen, um ihre Bevölkerung zu unterdrücken. Und das ist ähnlich, dass wir sollten eigentlich keine Panzer an Länder verkaufen, die damit ihre Bevölkerung niederwalzen. Ob wir es dann doch gemacht haben, ist die andere Frage, aber eigentlich politisch sollten wir das nicht tun. Und das ist ähnlich mit solchen Sicherheitstechnologien. Ja, Indikt, mal ein bisschen zu den Projektdetails, Gesamtetat 15 Millionen, vielleicht gar nicht so viel, wir hatten vorhin 1,4 Milliarden gesagt. Gesamtdauer Januar bis 2009 bis 2013, jetzt Mitte des Jahres sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Ja, Projektpartner sind Universitäten, Polizei und einige kommerzielle Unternehmen, das ist dann wieder die wirtschaftliche Verflechtung, die ich vorhin gesagt hatte. Es gibt in diesem Projekt und es ist sozusagen der selbstironische Versuch, sich eine Ethik aufzuzwingen, einen Ethikrat. Ich sage es nur vorher gleich, den kann man eigentlich vergessen, weil da sitzen nur Projektteilnehmer drin, in diesem Ethikrat. Ergo hauptsächlich Polizisten und Wirtschaftsunternehmen, die das dann haben wollen. Also über Ethik, gut, können wir später noch reden. Ja, Indikt ganz konkret, was wollen die eigentlich erreichen? Also was ist sozusagen das Projektziel? Projektziel ist die akustische und visuelle Verhaltenserkennung. Das heißt, ich habe nicht nur Videokameras, ich habe auch Mikrofone dazu, Richtmikrofone, die sind ziemlich hoch entwickelt. Also ich kann in einer U-Bahn-Station oder auch am Marienplatz könnte ich relativ einfach mit solchen Richtmikrofonen Gespräche belauschen, selbst wenn dieser Platz voll ist. Objekte und Gefahrenerkennung, also hat jemand in der Halfter oder im Gürtel oder sonst was ein Messer, eine Waffe oder ähnliches?
Da geht es um Gesichtserkennung. Abgleich mit Datenbanken, bis hin dazu, dass man einfach sagt, ihr habt ja eh alle eure Passbilder mal abgegeben, jetzt speisen wir die mal in die Datenbank ein. Praktisch, dass die biometrisch sind, weil die kann man nämlich auswerten. Ja, solche Daten eben zusammenzufassen. Dann Drohnen, also es gibt diese coolen Quadrocopter mit Kameras unten dran, die kann man halt dann eventbezogen einsetzen und über eine Menschenmasse zum Beispiel schweben lassen. Aber die Schwierigkeit ist dann, diese Daten live in diesen Datenstrom, den man eh verarbeitet, mit einzubeziehen. Also muss das gleiche Format haben. Wenn ich auf Leute zoome, muss das mit der Gesichtserkennung schnell gehen. Ich kann ja nicht ewig darum schweben. Das sind diese Aufgaben. Textanalyse und Data Mining von Webseiten. Da geht es auch so um soziale Netzwerke. Also sprich, ihr habt auf Facebook idealerweise euer Foto, was von frontal natürlich ist. Dann kann ich das idealerweise mit anderen Fotos, die ich irgendwo von euch aufgetrieben habe, abgleichen. Dann habe ich die biometrischen Daten, erkenne also, da ist ein Link zwischen dem behördlichen Profil und dem sozialen Profil. Und dann kann ich eure Texte noch mit auswerten, die also als Datenquelle. Vernetzung von Drohnen, Sensoren, Kameras, mobilen Endgeräten. Momentan ist es so, dass zum Beispiel die U-Bahn, die Kameras sind nicht im gleichen Netz sozusagen wie die Überwachungskameras der Polizei im Mittleren Ring. Das ist momentan noch getrennt, aber das wird erforscht, wie man die zusammenschalten könnte, sodass man da eine lückenlosere Überwachung hinkriegt. Ja, Streaming von Mediadaten, das Projekt geht so weit, dass man mobilen Einsatzkräften diese Daten auch live zur Verfügung stellen könnte. Dazu wäre es dann notwendig, die Daten an der Kamera oder die Daten, zumindest die Auswertungsdaten auf ein mobiles Endgerät zu übermitteln. Ja, weitere Projekte, alles von unserer lustigen Regierung in Berlin. ADIS, also nicht Index, sondern weitere Projekte, die alle parallel laufen. Also diese arbeiten auch nicht notwendigerweise zusammen, sondern es läuft parallel. ADIS sind Auswertungsroutinen, die hauptsächlich um Verhalten und Gestik, Mimik gehen. Also wenn du böse ausschaust, heißt das noch nicht, dass du böse bist, aber wenn du eine bestimmte Mimik aufweist und Handbewegungen machst oder mit deinem Gegenüber in einer bestimmten Art und Weise agierst, dann soll das eben erkannt werden, dass das eine gefährliche Situation ist. Im Moment haben wir da noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil es schwer zu unterscheiden ist bei Fußballfans, ob die so einfach nur dastehen, weil sie feiern oder weil sie jetzt ihr Team anfeuern oder ob die gerade dabei sind, die anderen Leute zu vermöbeln. Also das ist noch schwierig zu erkennen, aber das dauert nicht mehr lange, wird das sicherlich auch in den Modellen vorhanden sein. Apfel ist ein ganz interessantes Projekt. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr eine Stadt habt mit nicht komplett lückenloser Kameraüberwachung, das ist eigentlich fast kaum durchführbar, dass es lückenlos ist, sondern ihr habt immer schwarze Stellen. Und dann will ich aber trotzdem eine Person verfolgen können. Also jetzt nicht manuell, sondern automatisiert. Es geht um automatisierte Überwachung. Dann muss der Rechner oder der auswertende Computer berechnen, was ist das normale Verhalten eines Menschen, das den Sichtbereich einer Kamera verlassen hat, bis es zum Sichtbereich einer weiteren Kamera kommt. Sodass ich dann Alarm oder schon mal einen weiteren Alarmpunkt auslösen kann, wenn er das nicht erreicht. Also wenn er die Kamera nicht erreicht oder wenn er eine völlig, völlig andere Kamera erreicht. Ja, stehen bleibst du, das verhaftet. Ja, das ist eben auch die halbautomatische Situationseinschätzung von ASEF, interessantes Projekt. Ein Beispiel, was man da vielleicht bringen kann, ist, wenn du an der U-Bahn-Station oder Trambahn-Station stehst, da kommt die erste Trambahn und stehst immer noch da, du schlägst nicht ein. Dann die zweite kommt auch und es ist die gleiche Linie. Also man muss diese Fahrplandaten quasi mixen. Man stellt also fest, der hat zweimal nicht in diese Trambahn eingestiegen und da fährt nur die. Ja? Also sprich, komisch. Warum bleibt er da stehen? Und plötzlich steigt er in ein Auto ein. Dann ist dieses Auto eine potenzielle Gefährdung und wenn jetzt dieses Auto in die Richtung einer Botschaft fährt, dann könnte man die Botschaft automatisiert darüber informieren, dass jetzt ein
potenziell gefährliches Vehikel auf dem Weg ist. Der Botschafter hat auf seinen Chauffeur gewartet und... Ja, whatever. Ja? Also das ist potenziell gefährlich. Es gibt noch andere, nur ein paar zu nennen. Ja, jetzt kommen wir zu den Big Rocks, sozusagen die großen EU-Projekte. Nur um eins rauszuheben, Perseus, 110 Millionen Euro, Ausbau und Integration existierender Grenzüberwachungssysteme. Da geht es darum, unsere EU-Außengrenzen sind ja hochgefährdet von und werden überschwemmt von Flüchtlingen. Und das ist ja ganz gefährlich. Und deshalb muss man an der Stelle Wege finden, das komplett zu automatisieren. Dass ich da nicht mehr nur Patrouille fahre, sondern am besten ein lückenloses Netz habe am Ende, wo ich dann nur noch drauf orientiert werde, wo ich meine Einsatzkräfte hinschicken muss als Polizei. Ja, um euch mal ein bisschen plastisch das zu machen, was Computererkennung oder Videoüberwachung bedeutet. Hier mal ein Bild. Das ist eine U-Bahn-Station oder eine S-Bahn-Station. Und da hast du also zwei Personen, die werden als Person erstmal erkannt. Das ist mal der erste Schritt, dass das eine Person ist. Dann als nächster Schritt wäre die Gesichtserkennung und die Identifizierung der Person. Und dann kann man die erstmal verfolgen. Also die werden von einem Computersystem verfolgt. Das ist kein Mensch, der das macht. Und das ist hier nur farblich dargestellt, damit ich das plastisch vorstellen kann. Wenn man dann in den Wagen einsteigt, wird dann auch gleich noch das Kennzeichen gescannt und kann man dann rausfinden, wer ist der Wagenhalter, passt der Wagenhalter zu demjenigen, der da jetzt fährt. Ist das üblich, dass da andere Personen mit dem Fahrzeug fahren? Ich hätte es der Versicherung melden. Genau, weil ich die Versicherung davon. Oh mein Gott. Ja, also es sind Möglichkeiten. Schöne ja. Neue Welt. Ja. Und hier so ein Bild, was das veranschaulichen soll. Dieser schwarze Rahmen, kann ich hier mit der Maus drauf gehen? Ja. Der schwarze Rahmen ist so der Bereich, wo die Videokamera hinkommt. Und dann hat der Mensch in diesem Bereich, der vorher ein bestimmtes Verhalten gezeigt hat, dem wird dann ein Bewegungsradius zugewiesen. Und dann weiß ich oder kann vorausberechnen, wo wird dieser Mensch in welchem Umkreis dann sein in der nächsten Zeit und kann dort dann die Erkenntnisse, die ich bei diesem Überwachungspunkt habe, nahtlos fortsetzen, weil ich den dann leichter wiedererkenne. Ich habe einen geringeren Datensatz, den ich durchsuchen muss. Ich muss nicht von komplett vorne anfangen. Ja, Laufwegeermittlung. Hier sieht man also auch, sind ganz viele Leute, die da rumlaufen. Die haben alle so eine unterschiedliche Farbe. Man könnte da auch eine kleine ID oben drüber schreiben, weil das natürlich erkannt, welche Person das ist. Und dann kann man da Laufwegeermittlung machen, um herauszufinden, wo laufen die lang, ist das irgendwie komisch, laufen die hin und her oder irgendwas. Das ist bestimmt aufwendig. Hier auch wieder kombiniertes Bild. Das ist einmal eine Person mit dem Bewegungsradius. Der gelbe Bewegungsradius ist der Objektradius, also wie weit entfernt er sich von seiner Tasche in dem Fall. Also es ist eine stehengelassene Tasche am Bahnsteig. Ja. Und sobald er den roten Bereich verlassen würde, und das für eine gewisse Zeit, würde automatisch Alarm ausgelöst. Ja, und das Ganze kombiniert, Gesichtserkennung, Personenerkennung, Wegeverfolgung, Objektverfolgung, Waffenerkennung und so weiter, kriegt man dann automatisierte Gefahrenpunkte sozusagen. Also jedes Objekt, also für den Computer ist eine Person ein Objekt, bekommt dann eine Gefahrenprognose zugewiesen. Und erst wenn diese einen gewissen Prozentsatz oder eine bestimmte Punktzahl überschreitet, wird dann eine detailreichere Analyse gefahren. Es ist immer noch kein Mensch involviert. Es ist einfach nur, dass ab dem Punkt fängt der Computer an, diesen Menschen genauer zu untersuchen. Ich habe nicht unendlich Rechenleistung, ändert sich vielleicht mal, aber ich kann also nicht jeden Menschen komplett mit allen Daten unterlegen oder hinterlegen, muss also dann entscheiden, wo lege ich meinen Fokus drauf. Dann sollten wir alle einfach was machen, was den Computer reizt, damit es den Computer überreizt und alles ja. Platt ist. Ja. Hat aber das Problem, dass diese Modelle, also diese Computererkennung, ist nicht so, dass das programmiert wird, sondern wird an lernfähigen Systemen gearbeitet. Also so, dass auch ein Clown oder jemand, der halt
einfach nur genau das Provozierende, was du gesagt hast, dann über kurz oder lang halt auch erkannt wird, dass das eigentlich nur ein Troll ist. Einen positiven Einsatz für Indeed, ich hab's. Ja, also, was ist da alles möglich mit der Computererkennung, Objekterkennung, Waffen, Autos, Kofferbomben, Objekttracking, ist das, was ich gemeint habe mit den Koffern und vergessenen Taschen, Personenerkennung, Gesichtserkennung. Personenerkennung, Gesichtserkennung muss man auch nochmal trennen, weil ich habe ja vielleicht eine Kamera, die dein Gesicht erkannt hat und dadurch die Identifikation geliefert hat. Und dann hat deine Person aber noch andere Eigenschaften, wie die Kleidung oder wie deine Statur oder deine Art, dich zu bewegen, ist auch eine Eigenschaft. Und daraus kann ich dann, wenn ich dann eine Kamera habe, die dich von hinten sieht, kann der Computer automatisch errechnen, dass du diese Person weiter bist. Tracking über mehrere Kameras hinweg ist das, was ich gesagt habe, Laufweganalyse, Prognose, wo wird jemand hingehen oder wo wäre jemand hingegangen, wenn, ja, ist auch eine interessante Frage. Tätigkeitenerkennung, herumlungern, rennen, also rennen ist ganz böse. Irgendwas in den Mülleimer werfen, was zu groß ist. Also das sind alles solche Dinge, die da versucht zu werden zu erkennen. Mimikerkennung, Blickrichtungsabschätzung, also wo ein Mensch hinblickt, verrät darüber, was er als nächstes tut. Oder ist ein weiteres Indiz dafür, was er als nächstes tut. Also es ist wichtig herauszufinden, wo guckst du hin oder was fokussierst du gerade. Und das kann ich nicht nur dann tun, wenn ich dein Frontalgesicht habe, also wenn ich die Pupillen noch habe, die mir den Winkel vorgeben, wo du hinguckst, sondern auch wenn du halt stehst und von hinten gefilmt wirst, einfach nur mit der Kopfbewegung, schränkt sich dein Sichtfeld immer ein bisschen ein. Und da kann man dann versuchen herauszufinden, für was du dich gerade interessierst. Das ist dieses automatische Schlussfolgern, dass man dann idealerweise aus den Interessen, die du sonst immer gezeigt hast, schlussfolgerst, was jetzt gerade dein Augenblick in deinen Augen interessant ist, was du da anschaust. Also wenn man weiß, dass das dass du mit deinem Partner unterwegs bist, dann ist es eine logische Schlussfolgerung, dass du eher deinen Partner anschaust als... Ja. Egal. Schwamm drüber. Es kommt drauf an. Audio verstehen, da geht es auch darum, dass man diese Daten, die man von den Mikrofonen kriegt, dass man da gleich mal die Stimmerkennung macht oder Spracherkennung, sodass das Gesagte auch automatisiert auswertbar wird. Also wenn dann Wörter fallen oder Kontexte vielleicht entstehen, die darauf hindeuten, dass es gefährlich wird, dann kann man das auch auswerten. Dann die Visualisierung vom Schall im Bild ist eine interessante Anwendung. Wo habe ich das? Nee, das habe ich hier gar nicht drin. Mist. Stell dir vor, da wird jemand, es fällt ein Schuss in einem Parkhaus und ich habe keine Waffe vorher erkannt. Dann kann ich mit der Audioerkennung, wenn ich das über das Bild lege, lege ich die Schallwellen als rote Farbe sozusagen über das Bild und sehe, wo der Schall hergekommen ist. So, weiß ich auch, wer geschossen hat. Ja, wie schaut dann so ein Arbeitsplatz der Überwacher aus? Das ist also Industriebild, Werbebild, ja? Wie man sich das idealerweise sozusagen vorstellt. Ein Operator, der eben die Daten sieht und von dem System immer aufmerksam gemacht wird auf die Dinge, die das System immer rausgefunden hat. Jetzt ist es ganz wichtig, und das ist so ein bisschen das, was die meisten sich eigentlich vorstellen, dass da die rote Lampe angeht, wenn irgendwas komisch ist. Im Grunde genommen war es das mal, diese Idee, aber die Systeme gehen viel weiter. Die Systeme analysieren die Lage automatisiert, schlagen sollen eine Gefährdungslage vorschlagen und automatisierte Handlungsanweisungen, sodass der Mensch nur noch Kontrolle ausübt. Eigentlich funktioniert das Ganze automatisiert. Also es ist nicht so, dass einfach nur die rote Lampe angeht, Achtung, schaut da mal hin, sondern da wird automatisiert die Daten präsentiert dem Operator, was ist jetzt eigentlich gerade das Problem. Ein beispielsweise
der Sekor normalerweise um 16 Uhr in sein Auto steigt, und aber es heute um 14 Uhr tut und das bisher noch nie getan hat, ist das ein Indiz. Also es ist, heißt jetzt noch nicht Alarm, aber es ist erstmal ein Indiz. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann kann man weitere Daten recherchieren, wenn das schon diese Recherche Grenze überschritten hat, dieser Event, und kann halt dann mit den Daten, die man sonst gesammelt hat, dass er letzte Woche ständig Leute mit im Auto sitzen lassen hat oder die im Auto gewartet haben oder was auch immer, solche Informationen, die der Operator in dem Moment gar nicht, dem das gar nicht bewusst sein kann, aber der Computer hat das schon längst ausgewertet. Und allein, dass er jetzt um 14 Uhr einsteigt, ist nur deshalb ein Problem, nicht weil er sonst nicht, weil er sonst nur um 16 Uhr fährt, sondern weil er vielleicht in den letzten Tagen immer wieder Leute im Auto warten lassen hat. Also, das ist eine andere Perspektive. Also es geht darum, dass die Computer automatisch intelligent erkennen, mit den Daten, die alle Daten, die da sind, ob es eine Gefährdungslage ist. Und nicht nur mit den Momentdaten. So kann dann so ein Systembild ausschauen. Man sieht hier oben, dass also ein Auto hier vorbeifährt und dann hat man die Per-Surface Rating, also den Gefahrenradius dieses Fahrzeugs als Grafik dargestellt. So kann man das eben mit allen Fahrzeugen machen und sie dann halt dabei filmen und Lagebilderkennung machen. Ja, Ethan, wir hatten ja vor uns gesagt, was eigentlich Überwachung auslöst. Überwachung kann, oder Überwachung nicht bekannt, sondern Überwachung löst Überwachungsdruck aus. Und dieses Problems scheint sich das INDEC-Projekt zumindest bewusst geworden zu sein. Und hat sozusagen ein paar Gründe gefunden, warum das eigentlich viel toller ist als menschliche Überwachung. Also warum automatisierte Überwachung besser ist als die Überwachung durch einen Menschen hinter Bildschirm. Weil man eben, und das steht in dem Text drin, lesen jetzt nicht vor, weil man weniger Personal braucht und umso weniger Menschen ich mit Daten in Verbindung bringe, also Zugriff zu Daten gebe, desto geringeres Missbrauchspotenzial habe ich. Das ist deren Begründung. Ja? Dann kann ich, was auch ein großes Ziel des Projektes, Watermarking machen, also dass die Daten, wenn sie missbraucht werden oder rauskommen, geleakt werden, wenigstens zurückverfolgbar sind, um den Schuldigen zu finden. Und Face Blurring wäre wohl überall eingesetzt, also sprich, dass die Gesichter auf den Bildern, die dann gespeichert werden, getrennt von den biometrischen Erkenntnissen gelagert werden sozusagen. Sodass das Bild nicht mehr als Bild erkennbar ist, sondern das ist mit der biometrischen Erkenntnis zwar verknüpft, aber wenn ich das Bild jetzt rauskopiere oder ausdrucke, kann ich den Menschen nicht erkennen. Problem ist, wenn ich beide Datensätze habe, kann ich das Bild zurückrechnen. Und ich könnte sogar auch beim Berechnen Fehler machen und da ganz andere reinbringen. Ja. Aber das ist ja das Tolle, das steht ja oben auch im Prinzip. Also ich ersetze die menschlichen Fehler durch Computerfehler. Genau. Ja, das ist das, das ist also ein natürlich geht man hier davon aus, dass das also ein völlig fehlerfreies Computersystem ist. Fehlerfreies System ist, genau. Also logisch. Jedes System ist fehlerfrei. Ja, dann gab es ein paar, um diese ethische Komponente ein bisschen auszuführen, interessante parlamentarische Anfragen vom Europäischen Parlament an die Europäische Kommission. Es funktioniert so ähnlich, nicht ganz so, aber ähnlich wie parlamentarische Anfragen an die Bundesregierung. Die müssen da auch drauf antworten, auch wenn die Antwort Schwachsinn ist. Wurde zum Beispiel gefragt, in welcher Form und durch wen wird eine Vereinbarkeit dieser Forschungsziele mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den zu erwartenden gesellschaftlichen Auswirkungen geprüft. Ja, das wurde schon 2009 gefragt. Dann zwei Monate später sagt Herr Verheugen, also Kommissionsvertreter, um zu gewährleisten, dass die ethischen Grundsätze eingehalten werden, werden im Rahmen des Bewertungsverfahrens Projekte, die aus ethischen Gesichtspunkten als sensibel gelten können, einem speziellen ethischen Fragen zuständigen Gremium vorgelegt. Das ist dieses Ethikgremium, Ethikrat. Solche Gremien stellen sicher, bla bla bla. So. Dass dieser Ethikrat dann besetzt worden ist mit den Projektteilnehmern, okay, ist natürlich ein bisschen suboptimal. Wurde ja nicht gefragt, ne? Ja. Dann ist denen schon auch irgendwie allen klar, dass das, was sie da gerade entwickeln, eigentlich komplett gegen unsere Grundgesetze und Grundrechtecharta der EU verstößt. Aber es ist eben ein Forschungsprojekt und Forschungsprojekte
beschäftigen sich erstmal nicht mit rechtlichen Fragestellungen. Also gab es die Frage, wie beurteilt die Kommission den konzeptionellen Anspruch des Projektes mit europäischem Datenschutz- und Verfassungsrecht? Ja, Antwort war dann, das IBEG-Projekt ist auf seine Vereinbarkeit mit den Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten geprüft worden. Also das kann ja alles prüfen, ohne das Ergebnis zu nennen. Die Vereinbarkeit wird unter anderem durch ethische Prüfungen gewährleistet. Also man ruht sich sozusagen immer ein bisschen auf diesen Ethikrat aus. Und übrigens ist dieser Ethikrat sehr effizient, was sie da tun. Also die sind so, haben sich ein bisschen als Zensurinstrument in dem ganzen Projekt etabliert. Das heißt, wenn die was veröffentlichen, dann muss das durch diesen Ethikrat durch. Also ein Wissenschaftler, der da beteiligt ist, darf jetzt nicht einfach was veröffentlichen. Es könnte ja unethisch sein. Unethisch sein. Ja, dann gibt es auch über die Finanzierung. Steht in der Finanzierung solcher Forschung aus EU-Haushalt nicht im Widerspruch zum Geist der Grundrechtecharta, wird da gefragt. Und dann die Antwort, INDIC muss wie alle geförderten Projekte Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllen, bla bla bla. Außerdem liegt die Verantwortung dafür, jetzt kommt's, dass diese neuen Technologien unter Wahrung des Rechts des Einzelnen auf Schutz seiner personenbezogenen Daten eingesetzt werden, weiterhin bei den Behörden der Mitgliedstaaten. Das ist so, wie wir entwickeln nur die Atombombe. Ob wer sie dann einsetzt? Pff. Von wem kommt die Antwort? Das ist von der Kommission, aber das ist keine Ahnung. Einfach die Kommission Antwort. Ja, und dann, was eigentlich die Geisterantwort ist zu der Frage, ist es in Anbetracht der erheblichen Bedenken gegenüber der Einführung von INDIC wirtschaftlich überhaupt sinnvoll, dass die Kommission so viel Geld ausgibt, wenn es dann nicht benutzt wird? Und in Englisch die Antwort, the Commission would like to inform the Honourable Member that it has no indication that INDIC has violated the Data Protection Directive in the course of its current research activities. Natürlich haben sie nicht verletzt, weil sie forschen ja nur. Also, man ruht sich so ein bisschen auf den Forschungsgedanken auch aus und denkt überhaupt gar nicht drüber nach, was am Ende damit passiert. Also, ich kann den Dynamit erfinden, es wird sicherlich auch einen großen Vorteil gehabt haben, aber nicht umsonst hat er seinen Nobelpreis spendiert, weil er auch über die negativen Aspekte später nachgedacht hat. Und ähnlich ist es hier, wird im Moment nicht drüber nachgedacht, was könnten die negativen Auswirkungen sein. Ja, zusammengefasst, Sicherheitsforschung zur automatisierten Überwachung wird massiv betrieben. Es wird auch weitergehen nach 2013. Das Budget ist sozusagen in der Verhandlung und die Projekte werden gerade beantragt. Die ethischen Aspekte und Grundrechte werden eigentlich nur fadenscheinig berücksichtigt oder eben auch bewusst ignoriert. Das passiert auch. Das Ergebnissystem ist nicht nur eine rote Lampe, das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist nicht dazu gedacht, dass dann der Operator das selbst einschätzt, sondern diese Einschätzung wird schon vom System getroffen. Und der Operator kann dann entscheiden, ob er diese Einschätzung trägt. So, jetzt kommt dann gleich die Frage, wird ein Operator dann auch widersprechen können? Wahrscheinlich eher nicht. Macht er sich erstmal die Mühe und hat er überhaupt die Zeit und den Out? Ja, genau. Weil im Prinzip letztendlich, ich bin in der Versicherungsbranche, was in der Schaden ist ja im Prinzip das Gesamt, so der Gesamtansatz des Systems ist im Schaden im Prinzip genauso dasselbe. Ja. Ich sage, du hast ein System drüber, was gewisse Sachen kennt, wie derjenige sich verhalten hat, wie er andere Schadenfälle gemeldet hat im Prinzip. Das System entscheidet selber, gibt dem einen gewissen Prozentsatz, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es jetzt ein Betrugsfall ist, trifft die Entscheidung selber und dann kannst du natürlich noch als Sachbearbeiter im Prinzip gegen die Entscheidung dann wieder treffen. Ja, und Sicherheitsindustrie ist halt ein ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor. Das wissen wir nicht erst seit Chili den elektronischen Personalausweis einer gewissen Firma zugeschustert hat. Ja, welche Fragen ergeben sich von hier aus? Das könnt ihr sozusagen zum Nachdenken mitnehmen. Wollen wir überhaupt von Computern vollautomatisiert überwacht werden? Und zwar nach von Computern vollautomatisch erstellten Modellen. Also es ist noch nicht mal ein von Menschen erstelltes Modell, sondern das Modell ist gelernt in einem neuronalen Netzwerk, das existiert, das ist kein Science Fiction mehr. Lernfähige Computer in gewisser Weise sind möglich. Wollen wir da eben automatisch bewertet, überwacht, verdächtigt werden? Hat der Operator, der
sozusagen diese Analyse vorgelegt bekommt, überhaupt noch eine menschliche Entscheidungsmöglichkeit, sich gegen diesen Vorschlag sozusagen zu wehren. Ja, wahrscheinlich nicht. Und daraus entsteht die Frage, wir wollen ja die Gesellschaft schützen eigentlich, aber werden wir sie dadurch eigentlich beschädigen mehr? Also ist die Fragestellung, wird die Gesellschaft, die wir schützen suchen oder schützen zu ersuchen, durch diesen eben Versuch dann zerstört? Nimmt Hilfsbereitschaft und Zivilcourage ab, ganz am Anfang das Beispiel, leblose Person am U-Bahnsteig, dann wird er eh bewacht, wird dann gleich die Polizei kommen oder Leichentransporter. Und sollen wir solche Techniken an beliebige Länder verkaufen? Also wenn wir die wirtschaftliche Auswertung vollends betreiben. Und wenn nein, wie wollen wir das bewerten? Wem geben wir das? Wem geben wir das nicht? Ist eine schwierige Frage. Und doch schon, wenn du heute mal überlegst, wie sich chinesische Firmen bei uns einkaufen und irgendwann wird es die Sicherheitsfirmen genauso treffen. Ja. Ja. Ja, und gibt es weitere Fragen? Also für mich ist so die große Frage, kriegen wir es überhaupt hin, dass wir erstens nicht alles technisch Mögliche dann auch irgendwie machen? Also und wie? Also bisher ist eigentlich alles, was technisch möglich war, auch gemacht worden. Und solange es einen wirtschaftlichen Nutzen verspricht. Solange es einen wirtschaftlichen Nutzen verspricht. Und das verspricht ja wirtschaftlichen Nutzen. Also ist die Frage, können wir das überhaupt irgendwie aufhalten? Weil selbst jetzt, wenn jetzt die EU sagen würde, wir fördern das nicht mehr, am Ende muss ich kann ja die Wirtschaft, die Unternehmen nicht an eigener Forschung hindern. Also muss ich eine Regelung finden, wie ich dann zumindest den Export und den Verkauf und den Einsatz dieser Technologien einschränken kann. Ganz abgesehen davon, dass die Forschung, das ist ein bisschen, ich will da ein bisschen relativieren, ich habe jetzt komplett das schwarze Bild an die Wand gemalt. Manche dieser Forschungsergebnisse sind auch für andere Bereiche wichtig. Zum Beispiel die Mustererkennung oder Verhaltenserkennung kann im Robotikbereich benutzt werden, wenn es um Entwicklung von irgendwelchen Altenpflegerobotern geht. Ja, dass ich halt erkenne, dass dieser Mensch, der da gerade am Boden liegt, eben ein Problem hat, ja, und nicht einfach schläft. Also das ist schon, hat auch schon positive Seiten dieser Forschung. Das Problem ist aber, dass diese 130 Projekte mit den 1,4 Milliarden Euro zwar auch sich an dieser Forschung ein bisschen mit beteiligen, aber der Hauptaugenmerk, und da gehen die 1,4 Milliarden hin, darauf liegt, die schon vorhandenen Techniken zu einer Überwachungstechnologie zu bündeln. Also Gesichtserkennung funktioniert zu 99%. Also wenn ich Licht habe und eine Kamera, die muss keine HD-Kamera sein, aber eine Kamera, die zumindest halbwegs vernünftige Bilder liefert, kann ich in kürzester Zeit auf einer Rolltreppe, wenn ich das mache, mit genügend Licht wohlgemerkt, habe ich Erkennungsraten von den Leuten, die da vorbei laufen, treiben, ja, habe ich sehr hohe Erkennungsraten. Also das ist alles möglich schon. Die Frage ist, ob wir das wollen. Und wenn wir es nicht wollen, wie wollen wir uns dagegen engagieren? Das ist die nächste Frage. Ja, so what, das war's. Schon noch meine Kontaktdaten, ein bisschen Lizenz und Credits. Ich habe da einiges von Ben, Digitalwurst, übernommen. Oder große Teile sogar, die ganzen Fotos. Aber glücklicherweise ist das ja alles Creative Commons und deshalb kann man das bedenkenlos tun. Ja, und an der Richtung nochmal ein Dankeschön. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr Fragen? Oh Gott, keine, die sich in Worte fassen lassen. Keine, die sich in Worte, ihr seid alle geschockt. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir machen Pause, so 5 Minuten, und dann können wir noch ein paar Fragestellungen, die ich hier noch an die Wand werfe, beantworten und können ein bisschen diskutieren. Ihr habt ein bisschen was vorbereitet. Dankeschön, Servus.